jetzt halt anfängst, Mitarbeiter und ein Team aufzubauen, wo würdest du da anfangen? Also Freiberufler, Dienstleister, Mitarbeiter, Minijob etc. oder Praktikanten. Was ist so das Nummer 1 Ding, wonach du dann bei den Leuten noch suchst, dass du weißt, mit denen kannst du und willst du auch arbeiten? Ich glaube, du solltest damit anfangen, womit du dich erstmal am wohlsten fühlst. Ich glaube, es ist immer ein Komfortzonenstrecker. Also man muss sich immer ein bisschen außerhalb der Komfortzone strecken, wenn man jetzt Aufgaben, die man sonst immer selber gemacht hat, abgibt an andere. Das ist schwierig, man muss ein bisschen Vertrauen haben, dass das funktioniert. Gleichzeitig ja auch was von seinem eigenen Kuchen abgeben. Also man muss jetzt teilen lernen plötzlich. Und dann auch so eine gewisse Wertschätzung entwickeln für den anderen in dem Sinne, der vielleicht gar nicht so gut, so schnell arbeitet wie man selbst, was auch okay ist, weil es im Regelfall halt nicht sein Business ist. Und da dann halt damit anfangen, womit du dich zu Beginn am wohlsten fühlst. Und da ist die Kernfrage, was du halt brauchst. Wenn du jemanden brauchst, der flexibel ist und jemanden brauchst, der halt einfach auf Abruf mal was erledigt, dann holst du dir halt einen Freiberufler. Ne, dem zahlst du halt ein bisschen mehr, aber auf Abruf machst eine Deadline aus, sagst zack, 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 dann, erledige das mal bitte zügig für mich. So, wenn du jetzt einen Workload hast, der auf einer regelmäßigen Basis erledigt werden muss, ja, aber dann kannst du ja mal gucken, wie viele Stunden sind es ungefähr. Braucht es 40 Stunden oder mehr im Monat? Wenn es über 40 Stunden ist, dann brauchst du eine Teilzeit- oder Vollzeitkraft. Wenn es bis zu 40 Stunden ist, dann eine 450-Euro-Kraft, mit der du anfangen kannst. Wenn es halt mehr Stunden sind, dann halt eben Teilzeit- oder Vollzeitkraft, die du dann nachher reinholst. Einen Freiberufler dann reinzuholen, den du pro Auftrag bezahlst, macht halt dann wenig Sinn. Weil du wirst ihm im Regelfall mehr Geld bezahlen, weißt du, als jetzt einem Festangestellten hinten raus, wenn das regelmäßige Arbeit ist. Und deshalb eigentlich die ersten einfachsten Schritte, kommt immer wieder mal was auf, Freiberufler. Erstmal warm werden damit. Kommt regelmäßig unter 40 Stunden was raus, 450-Euro-Jobber. Über 40 Stunden Teilzeitkraft, ne, bis zu 160 Stunden im Monat eine Vollzeitkraft. So. Was ist dann so das Hauptkriterium, wonach du bei solchen Leuten dann Ausschau hältst? Ja, Zuverlässigkeit ist sehr wichtig. Weißt du, also das ist dann halt jemand, wo du dich darauf verlassen kannst, dass der es erledigt. Das ist eigentlich super wichtig, dem du blind vertrauen kannst, wo du einfach vergisst, dass dieses Thema überhaupt da war, weil es erledigt wurde, nachdem du es einmal gesagt hast und halt nicht nochmal zum Thema wurde. Das ist eine super wertvolle Eigenschaft, die ich bei all meinen Mitstreitern, Mitarbeitern, mit Kollegen sehe, dass die jeder mitbringt. Mal mehr, mal weniger, aber dass, wenn wir Sachen besprechen, die danach auch erledigt sind, so, und ich dann meistens halt das vom Kopf runterfällt und gut ist. Das ist eigentlich schön, das ist nice. Und auch jemand, der von ganz alleine deutlich mehr gibt, als von ihm verlangt wird und als er auch gegebenenfalls in finanzieller Form zurückkriegt. Also einfach auch jemand, der richtig Spaß daran hat, hier was zu machen und der das sehr zu schätzen weiß, was er hier kriegt und da auch Feuer und Flamme für ist. Weil diese Person persönliches Wachstum sehr viel höher stellt als Geld im ersten und auch im zweiten Moment. So, das sind mal so die ersten Faktoren, die für mich wichtig sind, die ich jetzt aber nur nenne, basierend darauf, dass die Menschen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten und auch zusammengearbeitet haben, wenn ich da jetzt Cherrypicking betreibe und da einfach die besten Leute raussuche, dann sind das so die zwei Sachen, die alle zusammengebracht hat.